Hallöchen, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Style & Talk. Ihr habt mir ein paar Fragen gestellt, die werde ich euch jetzt, während ich mich schminke, beantworten. Let's do it. Realität, Leute. Realität. Ich brauche hier meinen Freiraum. Deine Strumpfhosen, wann gibt es einen Relaunch und gibt es auch andere Farben? Ja, es wird eine andere Farbe geben, eine weitere Farbe wird es auf jeden Fall geben. Ich wollte sie nämlich selbst in einer anderen Farbe haben und deswegen dachte ich so, yes, let's do it. Lasst uns eine andere Farbe machen. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was für Arten von Strumpfhosen ihr gerne mögt oder Muster und so weiter. Dann, ja, dadurch, dass ich ja mit euch reden kann, anders als andere Klamottenmarken nicht so richtig mit ihren Konsumenten reden können, kann ich das sehr gut. Und deswegen könnt ihr mir eure Wünsche sagen und vielleicht kriege ich sie umgesetzt. Es wird es geben, weil ich es mir selbst sehr wünsche. Work-Life-Balance. Wie versuchst du ausgeglichen zu sein? Also wir versuchen immer wieder, ja, zu Zeiten wie diesen irgendwelche Spaziergänge einzuführen oder, also ich muss sagen, mir bringt es sehr, sehr viel so zu kochen und eben oder auch für mich spazieren zu gehen mit einem Hörbuch im Ohr. Teilweise habe ich mir auf Clockhouse noch so irgendwas mit Marketing-Sachen angehört, ne? Und dann war ich nur am Arbeiten. Also ich war wirklich nur, man muss das abschalten und ich kann das sehr gut mit Hörbüchern oder mit Dehnübungen, die ich ja jetzt auch seit ein paar Wochen mache, dass ich jeden Morgen mich dehne. Das ist ganz wichtig, dass ihr was findet für euch. Ich weiß, es ist jetzt, früher ist man ins Fitnessstudio irgendwie gegangen oder man hat sich mit Freunden getroffen. Das ist alles jetzt nicht mehr so möglich. Also ich versuche, oder ein Buch zu lesen oder mich um mein Haus zu kümmern, irgendwas mit Interior. Dadurch, dass wir ja ständig arbeiten, wir haben keinen harten Job oder so, ne? Also da gibt es Leute, die arbeiten sehr hart, aber wir arbeiten andauernd. Das ist unser Ding. Wir haben nie so richtig Feierabend und ich versuche dann immer zwischendurch mir einen Kaffee zu nehmen und mich auf die Terrasse zu setzen. Ich hoffe, dass wenn es schöneres Wetter ist, dass es dann auch anderen Menschen wieder so mehr Freude gibt, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich weiß, okay, es wird super heiß heute und ein schöner, warmer, sonniger Tag, dann stehe ich früh auf und dann mache ich meine Arbeit schon sehr früh und dadurch, dass ich ja selbstständig bin, kann ich dann so früh aufstehen, wie ich möchte und so früh arbeiten, wie ich möchte, so wie in der Gleitzeit zum Beispiel. Und dann kann ich auch früher aufhören oder und auch mich zwischendurch mir einfach mal auf die Terrasse setzen. Eine schreibt mir auch, warum bist du nicht mehr so aktiv auf Instagram? Weil ich im Moment so ein bisschen versuche, es ist im Moment ein bisschen viel und deswegen brauchte ich auch gerade diese Auszeit. Es ist einfach gerade zu viel und ich habe euch ja gesagt, führe ich so einen Krieg mit mir selbst und bin nur dabei, es allen recht zu machen und viel zu arbeiten und man muss dann irgendwann mal auch zurücktreten, weil ich kann nicht in die Kamera gucken und lügen oder so. Das kann ich einfach nicht. Also ich finde auch bei unserem Job ist es irgendwie so ein bisschen schwer, weil irgendwie, also wenn ich dich angucke und dir Bullshit erzähle, wette ich einen Taui, dass du es sofort siehst, weil ich so eine schlechte Lügnerin bin. Also ich kann auch in die Kamera gucken und sagen, so tun als ob, aber irgendwie finde ich schon, dass man es dann doch sieht. Und im Moment war halt alles ein bisschen viel. Ich hoffe, unsere Batterien sind ein bisschen jetzt aufgeladen. Noch eine kleine Sache. Ich wünschte, wir wären alle zusammen auf einer Wiese in der Sonne und könnten uns stundenlang unterhalten. Das wäre jetzt mein größter Wunsch. Tatsächlich fragen mich auch viele nach meinen Augenbrauen. Ich weiß nicht warum. Ich kann gerne mal ein Video dazu drehen, wobei ich das ja schon eher auf Instagram gemacht habe, wie ich meine Augenbrauen nachmale. Aber vielleicht kann ich nochmal zeigen, wie ich sie genau zupfe. Wie zufrieden seid ihr bisher mit dem Epoxidharzboden? Boah, euch im Haus schaut so edel aus. Hör mal, wo bist denn du her? Bist du aus Baden-Land oder aus dem Bayerischen? Epoxidharz ist sehr anstrengend. Ich habe wirklich eine Putzhilfe, die mir wirklich meinen Hintern gerettet hat, weil wäre sie nicht gekommen, hätte ich den Boden jetzt komplett geändert. Sie hat mich nämlich dazu gebracht, ihn mit Radierschwämmen sauber zu machen und einmal die Woche hilft sie mir dann damit. Und Leute, ich sage euch, er ist wirklich, also wir haben ja hellen Epoxidharz, er ist wunderschön, er ist fugenlos, er ist matt, er sieht wie gesagt also wirklich auch schon sehr, sehr edel aus. Klar, wenn hier Kinder sind oder so, ne, oder wenn man irgendwie barfuß
auf die Terrasse geht und dann wieder reinkommt, dann ist es schon ein bisschen Pain, weil man muss es direkt sauber machen. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, wie so, es ist so ein bisschen moosig, also wie so gummiartig, finde ich. Und der Boden ist ja relativ weich, also der gibt sogar nach, aber das ist nichts, was wir jetzt, du und ich jetzt spüren würden oder so. Das sind so Mikro-Geschichten, der würde nachgeben und der ist so gummiartig. So, wenn man mit zum Beispiel einer dreckigen Schuhsohle da drauf geht, dann hat man da so Abdrücke und wenn man die drauf lässt, dann frisst sich das in den Boden ein und dann kriegt man das wirklich schwer wieder raus. Also man muss schon dahinter sein und den schon sauber machen. Wenn ich es jetzt machen würde, würde ich wahrscheinlich einen Holzboden machen, ne? Einen Fischgrätenholzboden. Ich merke auch, dass ich immer ganz lange von einer Sache spreche, also über ein Thema rede. Und das muss ich echt vermeiden. Tipp gegen nachts knirschen. Ja, zum Arzt gehen, eine Beißschiene holen. Also definitiv zu deinem Zahnarzt gehen und der gibt dir eine Schiene und dann schläfst du da mit und dann knirschst du nicht mehr. Servus. Settingpuder für unter die Augen, das nicht austrocknend ist und pflegt. Bitte, bitte Tipp. Also, ich finde immer gepresste Puder, die man dann mit dem Beauty Blender aufnimmt für trockene, also das Allerwichtigste ist, morgens und abends eine Augencreme auftragen. Und wenn du ungeschminkt bist, kannst du auch gerne zwischendurch eine Augencreme auftragen. Ich gebe meiner Haut super viel Feuchtigkeit, auch viel, viel Wasser trinken. Leute, unser Körper besteht aus super viel Wasser und er ist euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr viel Wasser trinkt. Und ich nehme immer meinen feuchten Beautyblender, mit dem ich sowieso auf meinem ganzen Gesicht arbeite. Und dann gehe ich in meinen Puder rein aus meiner Bridal Face Palette, die bald online wieder verfügbar ist. Davon wird es wirklich, wirklich ganz wenig Stück geben, weil wir kaufen praktisch die Restbestände vom DM ab und das war die Nummer 1 der Topseller. Also Bridal Face wurde wirklich laut der Zahlen am allermeisten verkauft und von euch am meisten geliebt. Da gehe ich mit meinem Beauty Blender rein und presse diesen Beauty Blender halt in dieses Pfännchen rein und dann tupfe ich es unter meine Augen, so wie ich das gerade gesagt habe. Es ist am besten und wenn du dann das Gefühl noch hast, dass es noch nass ist, sprühst du deinen Beauty Blender nochmal am besten mit einem Fix Plus von MAC an und dann gehst du nochmal oder mit einem Hydrating Spray, irgendeinem Hydrating Spray. Ich rede nicht von einem Setting Spray, sondern wirklich irgendwas, was dir viel Feuchtigkeit gibt und gehst dann wirklich nochmal über das Puder darüber, also richtig drüber. Mich fragen immer noch ganz viele nach Kindern. Kinderwünsch. Ich weiß, dass es ganz viele beantworten und so weiter, aber ich finde, es ist immer noch keine Sache, über die man so fragt. Klar, es liegt immer noch in meiner Hand, das nicht zu beantworten und das absolut zu ignorieren, aber ich habe immer das Gefühl, ich müsste die anderen Frauen beschützen, die da durchgehen, weil ich einfach Frauen kenne, die es nicht können. Die können einfach keine Kinder kriegen oder sie haben Probleme damit, Kinder zu kriegen und stellt euch vor, ich wäre so eine Person und stellt euch vor, ihr würdet mir immer und immer wieder wehtun mit dieser Frage. Und es ist schon für mich anstrengend, dann will ich nicht wissen, wie anstrengend das ist, wenn man jetzt schon irgendwie Jahre versucht und sowas. Ne? Ich weiß, ihr meint es überhaupt nicht böse, aber behaltet das im Hinterkopf, dass manchen Frauen diese Frage einfach sehr, sehr wehtut oder unter Druck setzt oder so, ne? Und manchmal gibt es ja auch so von riesigen YouTubern, wie zum Beispiel für Farah Dukai, habe ich mich so gefreut. Das ist ja eine Instagramerin und YouTuberin, die Millionen von Follower hat und die ist seit 6 Jahren oder 9 Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, probiert und sie hat dann mal ihre, also sie hat jetzt, sie ist so krass, einfach danach, nach diesem Announcement ist sie schwanger geworden, weil ich glaube, dass sie hat ja gesagt, ich habe einfach losgelassen. Ich glaube, das war so ihr letzter Step. Sie hat einfach der Öffentlichkeit gesagt, endlich, es reicht, ich kann nicht. Und dann ist sie schwanger geworden und hat das Baby bekommen. Und das hat mich super gefreut für sie einfach, weil sie hat so gelitten in diesem Video. Und ja, ich finde nicht, dass es eine höfliche Frage ist. Ich finde, das ist sehr unter Druck setzend und sehr störend und vor allem sehr in die Privatsphäre eingreifend. So, das ist etwas, was ich mit meinem Mann bespreche und sonst halt mit keinem von euch und ihr ja auch nicht mit mir. None of anybody's business. Und wenn ich halt irgendwann sage, ja, ich bin schwanger oder wenn ich niemals in meinem Leben sage, dass ich schwanger bin, dann so oder so ist das so. Oh, ich wünschte, ich könnte das Fenster aufmachen. Es ist so heiß hier drin. Aber draußen geht die Baustelle richtig. Ein paar Minütchen, es ist jetzt ein bisschen lauter hier. Es ist so warm in diesem Zimmer, weil ich die Heizung gestern angemacht habe. Also auch von mir überhaupt nicht böse gemeint. Aber ich würde diese Frage tatsächlich immer mal überdenken und sie nicht andauernd stellen, zumal ich es dieses Mal auch echt viel fand. Also ich finde immer so, wenn ich was gesagt habe, dann ist immer so ein bisschen Ruhe
Und wenn ich dann wieder nicht drüber spreche, weil ich mir denke, so jetzt haben es echt alle geschnallt, dann geht's wieder los. Puh, da macht wirklich so ein airbrushed Look, ne? Auch Fragen über meine Shampoos und was ich für meine Haare mache und was ich da genau benutze. Ich verlinke euch ein Video in die Infobox, da zeige ich euch alles, was ich benutze. Das ist kein gesponsertes Video, also keine Angst haben, dass es irgendwie nur ein Sponsoring ist und ich da nicht die Wahrheit oder sowas sagen sollte. Ich sage auch bei Sponsorings die Wahrheit, aber manchmal haben die Zuschauer einfach so ein bisschen Angst davor. Aber ja, es ist kein gesponsertes Video und ich zeige euch da alle Produkte, die ich benutze und erkläre euch alles Schritt für Schritt. Gesetz der Anziehung. Ja, ja, ich glaube da sehr dran. Wenn ich etwas Gutes oder etwas Krasses gedacht habe oder ganz einfach, wenn ich an irgendjemanden gedacht habe, den ich schon lange nicht gesehen habe, was passiert? Ich sehe ihn auf einmal. Das ist so krass mit diesem Gesetz der Anziehung, weil wenn du an etwas Gutes glaubst, dann passiert es auch. Und solange du zu viel oder zu angestrengt etwas willst, klappt es ja meistens auch einfach nicht. Und dann, wenn du nicht mehr dran denkst, ich glaube da sehr, sehr dran. Man darf das natürlich jetzt nicht mit Dings verwechseln, ne? Mit, dass man irgendwie nichts mehr macht und nur noch darüber nachdenkt. So krass, die DHL-Botin, die schmeißt unsere Pakete jetzt einfach festhalten in die Mülltonne und macht uns dann einen Zettel in den Briefkasten. Liegt an ihrem gewünschten Ablageort und wir haben noch nie gesagt, dass uns die Pakete in die Mülltonne geschmissen werden sollen, weil wir gucken nicht in die Mülltonne, bevor wir sie dann rausstellen, abgeholt werden, die Tonnen. Und dann schmeißt sie jedes Mal unsere Pakete in die Mülltonne und die müsst ihr euch mal vorstellen, wir sagen jedes Mal, dass sie es nicht machen sollen, wenn man rast gerade komplett aus, ist richtig sauer und bis er sauer wird, dauert es eine verdammt lange Zeit. Das ist alles von derselben Abonnentin. Da steht, wie bekommst du Blockaden weg, die dich daran hindern, etwas zu erledigen. Also es geht darum, einfach den Hintern hochzukriegen. Und ja, man hat mal seine Phasen, seine Zeiten, an denen man keine Lust hat. Und dann kommt bei mir super selten vor. Weil mich ist eher stresst, dass ich es nicht mache, als dass ich es mache. Während ich es halt manchmal klar, dann denke ich mir auch so, boah, jetzt auch keinen Bock zu arbeiten oder jetzt das zu schneiden oder mich jetzt um irgendwas zu kümmern oder weiß ich nicht, auch so Sachen, ne, machen. Aber es muss gemacht werden. Und das Ding ist, umso länger du es liegen lässt, desto schlimmer wird es. Und dann sitzt du da, sitzt immer mehr. Und darauf habe ich auf gar keinen Fall Lust. Und dann denke ich mir, lieber mache ich das jetzt, ohne dass ich mich jetzt später noch 8 Millionen Jahre lang damit stressen muss. Und das Ding ist, es hat was mit Disziplin zu tun und man muss es lernen. Es ist so einfach, das zu tun. Zum Beispiel heute Morgen. Ich mache Intervallfasten zum Beispiel, ja. Und ich habe morgens enormen Hunger immer. Also ich wache im Moment auf und ich habe extremen Hunger. Es tut mir so weh. Verzichte ich aber darauf, weil ich will meine Figur halten und ich will fit sein und ich denke an später und ich habe ja auch so schon zum Beispiel 20 Kilo mehr gewogen und das ist, als würde ich mehr als 2 Sixer Wasser, stellt euch das mal vor, mehr als 2 Sixer Wasser den ganzen Tag noch mit mir rumtragen. Das ist nicht gut für meine Gelenke und es geht nicht darum um Bodyshaming oder dick oder irgendwas, es ist für mich nicht gut und jeder muss es einfach für sich entscheiden. Und deswegen habe ich in allem, was ich mache, sehr viel Disziplin, weil ich weiß, dass nur mit Disziplin man einfach weiterkommt. Ich habe auch schon gefaulenzt, ich habe auch schon nichts gemacht und zwar wirklich am Anfang meiner Studienzeit, muss ich wirklich sagen, habe ich so gefaulenzt. Aber ich war nie vollkommen glücklich. Meine Gedanken waren immer nur dabei, was machst du jetzt? Wieso bist du so? Und wie kommst du wieder da raus? Und was machst du später? Und so, ne? Das ist so ein ewiger Kreislauf gewesen. Und mich hat das nie glücklich gemacht. Deswegen, ja, man kann mal ein Wochenende faul sein oder so. Aber dadurch, dass du ja schon fragst, weiß ich, dass es dich nicht happy macht. Und deswegen musst du Disziplin haben und sagen, okay, jetzt ist es vorbei mit dieser Chillerzeit. Und ich mache das jetzt und auch wenn ich jetzt keine Lust mehr habe oder jetzt keinen Bock zum Beispiel auf Sport habe oder so, denkt ihr, ich habe Lust, meine Matte da auszurollen und das zu machen. Nein, aber es hat was mit Disziplin zu tun. Und das ist etwas, was man nicht in die Wiege gelegt bekommt. Ich glaube, das ist etwas, was man sich antrainiert, das zu machen. Und sobald man es dann immer wieder macht, wird es mehr und mehr zu einer Routine. Es ist immer leichter, zu allem Ja zu sagen. Es ist immer leichter, sich gehen zu lassen. Ja, aber es hat viel mehr Stärke,
bewusst zu leben und fleißig zu sein und sowas. Und ups, wir haben so viel und wir können so, so dankbar sein und das ist einfach unangebracht. Für mich ist das unangebracht. Für mich ist das jetzt unangebracht, hier in meinem Haus zu chillen, nichts zu machen. Weil es gibt Menschen, die arbeiten noch härter und denen geht es noch schlechter. Und die stehen noch dreimal mehr auf als ich oder zehnmal mehr auf als ich. Und dann denke ich mir so, wow, meine Mama hatte in meinem Alter 3 Kinder, hat einen Krieg hinter sich, ist in ein Land gekommen, in dem sie keine Sprache, nichts kannte. Wir hatten eine Wohnung ohne Möbel, beziehungsweise wir waren erstmal im Flüchtlingsheim und so weiter. Ich rufe mir diese Dinge in Erinnerung, sobald ich schwach werde, sobald ich da auf der Couch sitze mit einem Glas Nutella und das in mich reinlöffelt. Das hat seine Konsequenzen so, ne? Und das versuche ich mir immer vorzustellen. So, wenn ich jetzt das zum Beispiel mache, ich lege mich auf die Couch, löffel ein Glas Nutella, ist es alles gut. Auch die Welt am nächsten Tag ist immer noch in Ordnung. Es ist alles cool, weil ich bin auch einer Befriedigung nachgegangen und mir ging es gut. Wenn ich das jetzt jeden Tag mache, dann werde ich irgendwann dafür bestraft, dann werde ich zunehmen, dann bekomme ich ein schlechteres Blutbild, dann habe ich schlechtere Blutwerte, dann neige ich eher dazu, krank zu werden, dann schwäche ich eher mein Immunsystem, dann werde ich dicker, dann passe ich nicht mehr in meine Lieblingsklamotten. Also es ist so ein Kreislauf, es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter. Deswegen steh auf, weil wenn du mich siehst, ich will da sein, ich will deine Muse sein, ich will deine Inspiration sein, ich will, dass du aufstehst, wenn du mich siehst, ich will, dass du das machst, ich will, dass du deine Sachen in die Hand nimmst, die du machen willst und dass du dir zum Beispiel eine To-Do-Liste schreibst und sagst, okay, ich arbeite die heute ab und wenn ich das heute nicht fertig schaffe, dann bringe ich sie morgen zu Ende. Ein kleines bisschen hier, also ich versuche das so ein bisschen zu portionieren, nicht so wie in dem letzten Video, das ist komplett ausartet. Wann kommt eine neue Linie von dir raus und wann dein eigenes Serum? Eine neue Linie wird wahrscheinlich im Herbst wieder online kommen und in den DM-Filialen, aber dank Corona ist alles natürlich ein bisschen schwer. Normalerweise fahre ich zu meinen Herstellern und wir sitzen dann da und überlegen und ich kann alles mal swatchen und ich kann gucken, was ich genau möchte und die Packagings und so weiter und das ist alles ja nicht möglich, muss ich ja nicht sagen und deswegen ist es halt sehr schwer und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das hinkriegen, alles wieder rechtzeitig online zu kriegen und sehr gewünscht hätte, wieder ein cooles Kampagnenvideo zu machen wie für Marrakesch. Ich weiß, dass ich dafür alles, was ich rausgekriegt habe, wieder in das Projekt reingesetzt habe. Also ich habe vom letzten Jahr das Geld, was rausgekommen ist von der Make-up-Kollektion, in die zweite Kollektion gesteckt und auch in den Dreh. Müsst ihr euch mal vorstellen, wir sind zu 11 oder zu 12 nach Marrakesch geflogen mit dem Haus, Videografen, Stylisten, Fotos. Wisst ihr, was ein Foto kostet, retuschiert? Das ist der übertriebenste Hammer, also mehrere hundert Euro für ein Foto. Dann brauchst du hier ein paar Fotos, dann brauchst du die Models. Das waren jetzt Gott sei Dank meine Freundinnen. Ich hätte das super gerne gemacht. Für dieses Jahr wieder. Das Serum muss ich tatsächlich sagen, ich bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden. Das ist das Problem. Ne? Das wird natürlich erst verkauft, wenn ich sage, okay, die Leute haben jetzt einen Mehrwert davon und kaufen nicht irgendeinen Bullshit, der nicht funktioniert. Und so lange müssen wir alle aushalten. Ja, das ist natürlich was anderes, als einen Lidschatten rauszubringen. Die sind natürlich bei mir auch für Allergiker und so, weil ich bin ja auch so ein Kandidat für Allergien. Aber so ein Serum ist nochmal eine andere Liga. Let's do the lips. Das mag ich ganz gerne. Das ist von Tarte, diese Juicy Lip Dinger. Und ich finde die so cool. Vor allem klickt man hier unten so raus. Und dann einfach auf die Lippen drauf. Da kann man nicht viel falsch machen. Das heißt, für unterwegs auch top. Die pflegen die Lippen, ich glaube mit Maracuja. Und die fühlen sich ganz glatt an, die Lippen dann. Ich schmeiß bei dem Pulli auch übrigens gerne das einfach in den Pulli rein. Weil dann könnt ihr den einfach so tragen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr nicht mehr den Joker dran machen. So ist er natürlich gedacht. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade noch verfügbar ist. Aber wenn ja, verlinke ich euch in die Infobox. Ich liebe ihn so sehr mit diesen Ballonärmeln. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt ein wundervolles Wochenende und einen tollen Start dann in die nächste Woche. Wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf euch. I love you. Bis bald. Tschüssi.